In großen Teilen Deutschlands ist heute schweres Unwetter angesagt. Was bedeutet das für die Luftfahrt? Wenn diese Sommergewitter etwas Positives haben, dann, dass sie meist lokal begrenzt sind. Daher sind sie für uns Piloten auf dem Wetterradar im Flugzeug gut als solche identifizierbar und können einfach umflogen werden. Das ist Punkt 1. Durch Gewitterwolken fliegen wir nicht hindurch. Darin steckt sehr viel Energie, die das Flugzeug nicht nur höchst unangenehm durchschütteln würde, sondern auch die Wahrscheinlichkeit eines Blitzschlags unnötig erhöhen würde. Für die Insassen wäre das zwar nicht gefährlich, der Blitz kann aber die Außenhaut des Flugzeuges beschädigen. Und da gehen wir kein unnötiges Risiko ein. Und damit das klappt, tanken wir an Tagen wie heute ausreichend Reservetreibstoff. Das ist Punkt 2. So können wir nicht nur Warteschleifen fliegen, falls ein Flughafen aufgrund eines Gewitters kurzzeitig wirklich gesperrt sein sollte, sondern wir haben selbst nach einem Durchstartmanöver, nach einem erfolglosen Anflug, noch alle Optionen offen, können das Gewitter also aussitzen oder, wenn nötig, einen Flughafen mit besserem Wetter anfliegen. Unwetter wie heute sorgen also für Verspätung, unmöglich machen sie das Fliegen aber nicht. Für mehr Details abonniere einfach Aeronews Germany.